nach 100 Tagen Regierung können wir die Bilanz ziehen, ein ziemlich holpriger Fehlstart. Im Bereich der Verkehrspolitik wurde ja eine deutliche Staureduzierung versprochen. Jetzt heißt es, dass man nicht sagen könnte, ob es in 5 Jahren weniger Staus gibt. Die Haushaltspolitik ist ein einziger Offenbarungseid von Schwarz-Gelb. Alles das, wirklich alles, was Sie zu Oppositionszeiten noch gesagt haben oder in Ihren Wahlprogrammen versprochen haben, wird gerade konterkariert. Also die These, dass alle Neuausgaben durch Einsparungen gedeckt werden müssen, Fehlanzeige. Sie finanzieren im ersten Nachtrag, den Sie auf den Tisch legen, alles durch neue Schulden. Die ganzen Programme, die wir in rot-grüner Zeit auf den Weg gebracht haben, im Bereich der sozialen Wohnraumförderung und für mehr Mieterinnen und Mieterrechte, sollen zurückgedreht werden. Im Koalitionsvertrag bekennt sich Schwarz-Gelb einerseits zu den Klimaschutzabkommen von Paris. Im nächsten Absatz bekennen sie sich gleichzeitig zur Braunkohle und sie wollen die Windkraft in NRW abwürgen. Damit gefährden sie nicht nur das Klima, sie gefährden damit nicht nur die Klimaschutzziele, sondern sie gefährden auch Tausende von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen. Wie sieht es aus mit Radschnellwegen? Wie sieht es aus mit ÖPNV-Ausbau? Wie soll das Carsharing gefördert werden? Bisher hat der neue Verkehrsminister Wüst in diesem Bereich noch nichts geliefert. Ein Medienminister, der nach kurzer Zeit nach öffentlichem Druck seine Zuständigkeit für Medien abgeben musste. Eine Landwirtschaftsministerin, die auch für den Tierschutz zuständig ist, die die erschreckenden Bilder aus dem Stall ihres Familienbetriebs bis heute nicht wirklich erklären kann. Ein Justizminister, der auch meint, mit dem Job noch Fraktionsvorsitzender in einem Kreistag einer Fraktion zu sein, was auch rechtlich problematisch ist. Naja, und ein Innenminister, der diverse Nebeneinkünfte auch bislang nicht erklären konnte. Ja, im Wahlkampf sind CDU und FDP als Tiger gestartet, haben viel versprochen und sind jetzt als Bettvorleger gelandet.